Die neue Eventwoche in GTA 5 Online ist draußen. Sei gespannt. Es gibt ganz, ganz viele neue coole Dinge, die du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Zum einen das neue Gratis-Rennauto plus neue Designs, die du deinen Fahrzeugen hinzufügen kannst. Rabatte, Doppelgeld, Doppel-RP in den jeweiligen Rennen in GTA 5 Online. Dazu gibt es ein neues, richtig krasses Auto in GTA 5 Online. Plus du bekommst nochmal Geld geschenkt von Rockstar, wenn du diese Dinge tust. Dies erkläre ich dir in diesem Video. Wie schon im Vorspann auch erklärt, gibt es ein gratis Rennauto für dich, was du dir natürlich jetzt kostenlos holen kannst. Und zwar das Ganze im Casino kannst du dir jetzt dieses Auto holen. Und zwar der Centorno mit diesem Design. Richtig nices Ding, sage ich euch. Du musst das Ganze einfach nur am Drehrad einmal in Schwung holen und einmal drehen. Und dann hast du das Auto mit ein bisschen Glück. Falls du das Glück nicht hast, hier oben rechts ein kleiner Link, wie du am besten eine Taktik hast, um das Auto zu gewinnen. Ansonsten musst du dir leider den Centorno einfach kaufen. Und zwar leider für bittere 725.000 Dollar. Dazu gibt es noch einmal diese drei schönen Autos. Oder sagen wir eher zwei schöne Autos. Das andere Rechtsauto finde ich jetzt nicht ganz so schön. Die schönen zwei Porsche da, die kannst du dir auf jeden Fall auch sehr, sehr schön kaufen jetzt mit GTA Plus. Leider muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade mit GTA Plus, dass du leider nur mit GTA Plus ein paar Vorteile hast. Falls du GTA Plus hast, kannst du natürlich diese Autos jetzt kaufen. Dazu mit diesen schönen Designs. Die Simons Autowerkstatt ist nicht ganz so spektakulär, aber so sieht sie auf jeden Fall jetzt mal aus. Da gibt es jetzt auf jeden Fall auch ganz neue Autos. Die kannst du dir auch theoretisch kaufen. Plus gibt es natürlich jetzt auch ein schönes Auto, was Rockstar uns hinzugefügt hat. Und zwar einmal der Benefactor Vorschlaghammer. Das ist ein ganz schönes Auto. Habe ich mir direkt gekauft. Ist auch gar nicht so überteuert, muss man sagen. Ist sehr gut geeignet, muss man auch sagen, in den ganzen Driftrennen. Thema Driftrennen kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Halt dir auf jeden Fall mal im Kopf den Benefactor Vorschlaghammer. Natürlich gibt es in der neuen Eventwoche auch wieder Rabatte. Unter anderem einmal den Tyrant, was sich meiner Meinung nach absolut lohnt. Man muss sich das Ganze mal vor Augen halten. Und zwar 2,5 Millionen Dollar kostet der Tyrant normalerweise. Jetzt durch die Rabatte kostet das Ganze nur 1,5 Millionen Dollar. Das ist eine Million weniger. Meiner Meinung nach absolut lohnenswert. Kauf dir auf jeden Fall den Tyrant. Ich habe leider den Fehler gemacht und habe mir den davor schon geholt. Aber falls du den jetzt noch nicht hast, dann kaufen die auf jeden Fall jetzt, weil das ist ein Schnäppchen. Dann gibt es natürlich jetzt noch den Dinka Canio. Den kannst du dir jetzt kaufen für 1 Million Dollar. Auch ein ganz cooles Schnäppchen. Aber ich persönlich brauche den jetzt nicht unbedingt. Jetzt bewegen wir uns langsam in die Lüfte. Und zwar gibt es hier einmal unter dem Annihilator, ganz schwer auszusprechen, auch einen Rabatt. Anstatt 1,8 Millionen Dollar jetzt zu zahlen, zahlst du jetzt nur noch 1 Million Dollar. Deshalb, wie gesagt, falls du nicht ganz so viel Geld hast in GTA 5 Online, dann kauf dir auf jeden Fall den, falls du irgendwas in den Lüften machen möchtest. Jetzt kommen wir den Geldmethoden langsam näher. Und zwar einmal in den Easy Classics Rennen, zudem einmal in den Drift Rennen. Also das heißt doppelt Geld, doppelt RP. Falls du aber GTA Plus hast, hast du sogar noch einen Vorteil. Und zwar bekommst du einmal 4-mal Geld und RP. Dazu schenkt uns Rockstar noch 100.000 Dollar. Das Coole an der ganzen Sache ist einmal, der Benefactor Vorschlaghammer ist eher ein Drift-Fahrzeug, würde ich jetzt persönlich mal sagen. Zudem jetzt halt einfach auch noch doppelt Geld und doppelt RP in den ganzen Drift Rennen ist, lohnt es sich schon, den Benefactor Vorschlaghammer zu kaufen und dann noch den Driftrennen zu machen. Ist eine coole Sache und treibt natürlich auch noch den Spaßfaktor ziemlich weit nach oben. 100.000 Dollar bekommst du geschenkt von Rockstar, wenn du jetzt 6-mal das Driftrennen machst. Du musst nicht gewinnen, du musst nicht verlieren, du musst nicht irgendeine Platzierung abschließen. Du musst einfach nur 6-mal ein Driftrennen machen. Am besten noch mit dem Benefactor Vorschlaghammer und dann bekommst du 100.000 Dollar geschenkt von Rockstar. Ansonsten war es das mit der ganzen Eventwoche. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und ein Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Cloperino.